das wird jetzt geil. So. Ja, Aktivisten, von mir aus. Könnte Aktivisten sein, das juckt mich nicht. Hab sogar noch mehr Platz. Hä? Hab sogar noch mehr Platz? Verwirr mich nicht, Lukas, was meinst du? Oh. Wie ist denn das Warzenschwein jetzt hier bitte entkommen? Unglaublich. Ich habe extra nachgeguckt. Ach, Alter. Ja gut, das Wasser war nicht drin. Das war das Einzige jetzt gerade. Mein Gott. Ah, was ist denn nur am Rumfummeln hier? So. Jetzt aber. Aha, okay. Jetzt geht's. Sehr gut. Wenn man bedenkt, dass das noch so kahl ist, ne? Dass die hier sich das teilen hier auch. Willkommen bei Mozi TV. Ja, ist ein bisschen. Tier ist verstorben, super. Ein Affe. Prischer. 11,9 Jahre. Ein Affe. Ein Rothund natürlich. Mein Gott, ein Rothund. Schade. Ein Rothund. Was ist mit dir hier? So, komm. In den Pushen. So, der hier ist cool, der Strauß. Guck mal. Der hat eine coole Farbe, finde ich. Oh. Ich mag den. Ich finde den super. Was mit dir hier? Komm. Aha. Hups. Dann bring ihn mal zurück in sein Gehege, aber hopp, hopp. Gucci. Eigentlich gar nicht schlecht. Können wir mal gucken, ob wir nochmal ein Tier sind. Komm, ey. Was ist denn hier wieder los, ey? Wieso? Wo kommt das denn? Wieso ist denn... Ey... Das verstehe ich echt nicht, ne? Du zeigst es hier an, guckst. Und es wird dir nicht angezeigt. Und trotzdem wird hier irgendwas gemacht. Das ist der Hammer. Alter, ey, da kriegst du. Jetzt ist wirklich Mozi TV. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir wirklich. Jetzt gibt's Felsen hier. Jetzt ist Schluss. Jetzt gibt's Felsen. Ja, ja, ich versuch's ja. Ich versuch's ja. jetzt gibt's Felsen hier, komm. Dann machen wir das mal jetzt eine Küste. Ich wollte eigentlich noch ein Häuschen bauen, aber das werden wir heute nicht mehr schaffen. Bisschen schade. Der wird ja wohl da nicht hochhoppeln können. Alles andere würde mich ja echt wundern. Das wäre schon echt harter Tobak, wenn der da hochhoppeln könnte.
Darf auch gerne ruhig ein bisschen gemischt sein, das ist kein Problem. Wie gesagt, ich baue jetzt ein bisschen Felsen hier hin. Damit das ein bisschen safe ist. Ja, da wird ja wohl kein Vieh rüberkommen, ganz ehrlich. Das würde mich schon stark wundern. Ah, hier hinten machen wir auch was hin. So, noch ein bisschen höher. Das ist nämlich sonst nicht safe genug. So, das muss reichen. Also dann normalerweise dürften die da echt nicht mehr langkommen. Ah, na ja, spannend. Moment, wir lassen mal laufen. Jetzt geht der schwimmen. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also da sollte nichts passieren. Eigentlich nicht. Ja, obwohl die schwimmen da schon wieder verdächtig nah hin, ne? Guck dir an hier, den Kumpel. Junge, mach keinen Scheiß. Guck dir das an. Der schwimmt schon wieder verdächtig hin. Na, na, na? Ja, ja, oh. Alter, unglaublich. Weißt du, es wird mir angezeigt. Es wird mir angezeigt als nicht passierbar. Und trotzdem hauen die ab. Das gibt's nicht. Es ist doch echt schon wieder... Boah. Unglaublich. Na gut. Dann machen wir hier alles mit Felsen. Dann machen wir jetzt die harte Tour. Dann gibt es jetzt Knastologie. Dann machen wir jetzt hier alles voller Felsen. Dann gibt es eine Felsenküste, mein Gott. Ja, das ist echt nicht normal, ey, ganz ehrlich. Das ist schon dreist. Ne, hast du ja gesehen, es wurde mir angezeigt, nicht passierbar. Und trotzdem machen sie es. Aber irgendwie scheint mir das ein bisschen buggig zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt. Also wenn das jetzt hier immer noch nicht geht, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt holt er die Zucker- und Brotpeitsche raus. Ja, aber sowas von, ja, ist doch nicht normal. Guck mal, also das hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Also wenn die hier auch noch rauskommen, dann sind die besser als Alcatraz. Ja, mal gucken, was passiert. Der schwimmt nämlich auch schon wieder verdächtig hin. Guck das an. Mal sehen, was passiert. Wehe. Ja, der schwimmt auch schon verdächtig. Oh. Unglaublich. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Alter, jetzt reicht's aber echt hin mal. Die wollen mich doch echt triggern heute. Die wollen mich doch echt hart triggern. Oh, hier keine Felswand mehr. Es ist echt ein bisschen... Aber das ist echt ein bisschen kurios, ganz ehrlich.
Also, das ist echt unglaublich. Der hier könnte noch ein bisschen gefährlich werden. Dem traue ich nicht so ganz. Muss man halt ein bisschen auf die harte Tour. Wenn sie nicht wollen, dann müssen wir halt ein bisschen, ja. So, jetzt, ne, darf eigentlich nichts passieren. Können meine Besucher zwar nicht mehr drüber gucken, was sie eigentlich sollten. Das war eigentlich so der Plan, aber naja, gut. Leider. Leider, leider. So. Ich hoffe mal, dass die Leute auch jetzt hierher kommen. Bin mal gespannt. Das ist immer ein großes Gehege, ne? Also da könnten sie eigentlich. Gucken, was der Strauß hier macht. Der hat auch schon wieder, macht auch schon wieder was Verdächtiges. Okay, legt er dann Ei oder was macht er da? Oh, Lars, hallöchen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Die Katzen gehen hier auch schon auf den Geist. Mal ganz kurz. Stopp. Was ist mit dir hier? Hungrig. Juan. Ein bisschen viele Mädels haben wir hier. Bisschen viele Mädels. Gerade frisch nach Hause kommen, jo, fix und fertig nicht und selbst. Ja, durch den Mangel genommen bin ich heute worden. Aber sowas von. Es war echt. Echt übel. Bei der Physio heute, das war schon böse. Tiere. So, lass mal kurz gucken. Mal eine Übersicht machen. Gehege 4. Tiere. Was haben wir denn da? Also, lass mal schauen. Wir haben unheimlich viele Schildkröten und so weiter. So, Katzen. Also, der. Sie ist ein gutes Mädchen. Honian kann weg. Er ist noch. Ihn brauchen wir noch. Aber ich hätte gerne mal einen besseren. Obwohl, Sue, die bleibt mal. Die ist nicht schlecht. Ja, absolut. Das gibt uns mal 1131 Arterhaltungspunkte. Sehr geil. Sehr geil. Damit können wir wieder ein bisschen was anfangen. Sehr schön. So, Kinder, kommt mal ran hier. Wofür? Arterhaltungspunkte, weil ich Tiere gezüchtet habe, die vom Aussterben bedroht sind und dann wieder in die Wildnis entlassen habe. Dafür gibt es Arterhaltungspunkte, die wir gut einsetzen können, um wieder dann andere Tiere nochmal zu holen. Also Zebras und sowas. Zum Bleistift. Hallöchen, Sträußchen.
Hallöchen. Ja, fein machst du das. Mach Trinki, Trinki. Ja. Für dein Abo auf YouTube. Ich habe ja übrigens eine Idee für eine Bestrafung für den Verlierer von dem Battle mit Tommy. Wie wäre es denn damit, dass der Verlierer, und ich rede nicht von mir, Red Alert 3 Herausforderungsmodus machen muss. Ein Stream lang. Vorausgesetzt, Tommy hat das natürlich. Okay, Veterinärforschung. Nebelparder, afrikanischer Strauß. Sehr gut, das läuft. Ich wollte gerade sagen, am Ende hat es Tommy nicht mal. Ja, wenn Tommy es hat, können wir das ja machen, wenn er sich drauf einlässt. Ist nur so eine Idee. Ja, wäre umso lustiger. Zumindest für mich. Guck mal, der Strauß geht schwimmen. Ich finde das so cool hier. Ich mag Strauße. Okay, wir können uns noch mal ein paar Tiere holen. Ich stelle gerade meinen Let's Play dann zum Nachschauen zur Verfügung. Ja, ja, ohne Nachschauen natürlich. Ist ja wohl logisch, ohne Schauen. Ja, Tiermarkt. Strauße haben wir. Was nehmen wir denn nochmal? Wir konnten auf jeden Fall, ich weiß, Zebras nehmen. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel braucht man denn von den Zebras? Steppenzebra. Wie viel brauchen wir denn da? Lass mal kurz gucken. Afrika, Osten und Süden von Afrika. Gruppengröße. Partnerlose Männchen ohne Jungtiere 3 bis 6. Okay. Also 3 bis 6 können wir nehmen. Also das wäre am besten 2 Mädels, 2 Kerle. Damit die da ordentlich Gas geben. Mal gucken, ob wir da was holen können. Tiermarkt. Schön. Aber so viele Arterhaltungspunkte. So, wo bist du denn? Steppenzebra. So. Ein Männchen schnappt sich beide Weibchen, das andere Männchen schaut zu. Ist das so dann, ja? Lass mal gucken, was wir haben können. Ich muss jetzt los, mein Stream schon. Alles klar, wir kommen dann rüber auf jeden Fall. Oh, hier ein weißer. Oh, 8000 Arterhaltungspunkte. Omi. Adama. Nicht schlecht. Ach, so viele. Was nicht. Ja. Ja, freut mich. Wie gesagt, wir kommen gleich rüber. Wir werden dich. Also dann hätten wir zumindest mal ein Mädchen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Allerdings brauche ich auf jeden Fall auch irgendwie mal einen Kerl, aber da haben wir noch nicht genug Arterhaltungspunkte. Bisschen schade ist. An Zoo senden? Nein. Kann ich nicht irgendwas freilassen? Zoo senden, Schnellhandel freilassen, gibt 500 Punkte. Ich
Ich habe jetzt aber auch nichts, was irgendwie mal auf die Schnelle, was ich mal loswerden könnte. Mit also ein Überraschungsgerät. Ja, genau. Genau. Oh, wir kriegen wieder Nachwuchs. Sehr gut. Ich habe ja so viele Schildkröten. Unglaublich. Unglaublich, was ich an Schildkröten habe. Weißt du, da sauge ich heute mein Zimmer durch, lege doch so eine Mistsau von Spinne einfach ihr... Was? Leg doch so eine Mistsau von Spinne einfach ihr Weben wieder an. Okay. Echt so viel Zeugs hier. Ach, scheiße. Ja, Max gleich. Es gibt mal eben 20.000. So, Nebelpader hatte Nachwuchs. Sehr geil. Wie gesagt, wir haben ein Steppenzebra. Das reicht natürlich noch nicht. Sehr gut. Brauchen auf jeden Fall mehr Tiere. Hier ist auch Stress. Oh, 18 Jahre hier, die Schlange. Elena. Dolores. Okay, die wird schwanger sein. Dolores ist 6 Jahre. Er ist 8,2, 16. Okay, die beiden Ältesten gehen mal raus. Ein bisschen aussortieren. Geht leider nicht anders. Muss ein bisschen was... loswerden. Pa-pa-pa. Da-da-da. So, Gehege 4. Was haben wir denn da? Gehege 4. Tiere. Die sind soweit fit. Ja, hier ist noch ein bisschen... Oh, hier. Oh, 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 oh. Luis, die mexikanische Rotknie schießt mich tot. So, okay, dann würden wir jetzt mal gleich mal ein bisschen entsorgen. Da ist auf jeden Fall richtig Rambazamba. Luis bleibt. Francisco geht. Du bleibst auch. So, zwei bleiben. So, damit haben wir das Problem gelöst. Was mit denen hier? Warum sind wir schon wieder so viele hier? Warum geht Raul nicht? Und warum geht Elena nicht? Okay, die können wir anscheinend nicht mehr verkaufen. Gut, wahrscheinlich schon zu alt. So, gucken wir mal den Komodo-Varan. Da haben wir auf jeden Fall auch viel. Boah, was ist denn los hier? Ist ja richtig übel, was hier abgeht. Also, vermehrungstechnisch sind sie gut dabei. Okay, wie sieht's aus mit den Katzen? Oh ja, die... was ist, Alter, die Puffottern, ey. Hier ist echt... Die Puffottern sind auch übelst. Du bleibst. Du bist nicht schlecht. Du kannst bleiben. Du gehst, wenn möglich. Du gehst auch.
Alter, ey, Jesus. Jesus Christus, Heilige Maria Gottes, ey. 5,1, ja, ins Handelszentrum schicken. Okay, haben wir auch. So. Jetzt gucken wir uns noch die Rothunde an. Die sind aber eigentlich ganz gut drauf. Die hier ist, glaube ich, schwanger. Ja, die Warzenschweine legen auch gut los. Also die haben auch Gas gegeben. Was ist mit dir hier? Umsiedeln, Stammbaum freilassen. Der geht nicht mehr, okay. 22 Uhr, ja, ist sofort. Okay, ich habe Stress bei den Nebelpadern. Du bleibst. Du gehst. Du gehst. Du bleibst. Du gehst. Du gehst. Du bist 4 Jahre. Du gehst. So, nur zwei Dinger freilassen. Komm, wir brauchen Punkte. 604 immerhin. So, das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es natürlich dann weiter. Oder auch offscreen, mal sehen, mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich raus. Gute Nacht schon mal. Und wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine Wait. Gonna build a mountain. From a little hill, gonna build a mountain. I hope I will. Gonna build a mountain, gonna build it all. I don't know how I'm gonna do it, I only know I'm gonna try. Gonna build a daydream from a little home. Gonna push that daydream up the mountains.